Ja, dann öffnen wir einfach mal die Tür. Und betreten wahrscheinlich ein Schmugglerversteck. Ein weiterer Weg ohne Wiederkehr. Ja, das ist das, was ich meinte mit der Pfad teilt sich. Und weil dieser Pfad jetzt hier der verstecktere war, denn man kommt ja eben auch weiter, ohne den Schlüssel zu finden, ist das der Pfad, den wir nehmen. Und ein Kristall, den wir noch nicht brauchen, aber vielleicht gleich gebrauchen können. Okay. Da kommt Licht durch. Sieht fast aus wie so eine Neonlampe. Was das Ganze natürlich noch merkwürdiger macht. Okay. Ja, hier hängen jetzt so wie Nebelschwaden zwischen den Steinen. Aber es könnten auch Spinnenweben sein. Na komm, Spiel. Ja, genau. Und ich erschrecke mich trotzdem. Na toll. Ja, unser Freund hier hatte nicht so viel Glück, war nicht so vorsichtig wie Lara und wurde aufgespießt. Oder aber es ist irgendwie einfach nur ein Symbol von irgendjemanden, der es hier angebracht hat, so nach dem Motto: Kehre um, Fremder. Naja, es ist ja ein Schmugglerversteck und Schmuggler wollen bekanntlich nicht, dass ihre Verstecke entdeckt und ausgenommen werden. Und wir wüssten auch noch nicht mal, dass es ein Schmugglerversteck ist, wenn wir nicht den Schlüssel mit Etikett gefunden hätten, sozusagen. Ja, da hat Lara natürlich gegenüber dem normalen Finder einen kleinen Vorteil, indem sie einfach weiß, was es ist, was sie dort in der Hand hält, wenn sie es findet. Großer Vorteil, auch in anderen Adventure-Spielen, wenn man irgendwo rumrätselt. Oh, okay. Ach so, dann war das hier. Irgendwie habe ich gedacht, dass es andersrum ist. Na gut, das finde ich gut. Weil dann beweist mir das, dass das hier der richtige Pfad ist. Und das Spiel sagt: Achtung, sei auf der Hut, lieber Spieler, denn hier könnte eine größere Gefahr auf dich warten. Oh. Oh. Da sind irgendwie Pfeile, die schräg über uns hinwegfliegen. Und sie scheinen die Position zu ändern. Ja, was war das? Wir werden es, glaube ich, sehen. Aber es ist irgendwie witzig, die Menschen haben lila Blut und die Tiere haben rotes Blut. Tja, ja. Ach Gott, ich bin immer noch traumatisiert von diesem Tauchgang da im Lutzgate und dem Krokodil. Oder den Krokodilen. So, okay. Ja, also das da oben war jedenfalls ein Mensch und also man konnte es nicht so richtig erkennen, aber es hat halt so geschrien wie so ein Mensch. Oh, was ist denn da unten? Da wirft irgendwas einen merkwürdigen Schatten, aber ich glaube, mehr ist es nicht, außer nur ein Schatten. Ja, ich habe so die Befürchtung, sobald wir da drin sind, kommt wieder ein weiteres Krokodil.
Wir speichern unter einem anderen Punkt. Okay. Wir gönnen uns eine Fackel. Oh, oh. Die Fackel bringt wie immer nicht besonders viel, aber wir sehen trotzdem, dass hier Harpunenpfeile ohne Ende rumliegen. Oh, und da oben ist ein weiterer Kristall. Naja, gut, ohne Ende war ein bisschen übertrieben, zugegeben. Tauchen noch mal kurz auf, wo ich hier wieder vergesse, Luft zu holen und mich dann wundere, warum ich einfach sterbe. Jedenfalls, also am Schrei hat man jedenfalls erkannt, dass es ein Mensch war da oben, und wer genau hingucken konnte, der hat gesehen, dass es so eine Art Insulaner ist, also so eine Art eingeborene Krieger. Und dann passt das natürlich auch alles ins klischeehafte Bild hier mit diesen Skeletten und den Fallen, diesen primitiven und so. Mit den Harpunenfallen hier unten nicht unbedingt, aber naja. Das ist ja sowieso schon immer anders gewesen. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass von hinten gleich das Krokodil kommt. Was? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Waren da zwei Krokodile? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, waren zwei Krokodile. Deswegen hat es so lange gedauert, das Krokodil zu töten. Ich verstehe. Ah, okay. Ja. Da kommen wir so irgendwie nicht so schnell ran, wie es aussieht. Also ich meine, da kommen wir sowieso nicht ran, weil es so hoch für uns ist. Aber aufgrund der Stacheln natürlich nochmal umso schwieriger. Ja, uns steht hier natürlich in dem Raum eine kleine Kletterpartie bevor wir da hoch können. Okay, na gut. Und nochmal ein Harpunenbündel. Und nachdem ich das ja jetzt im Lutzgate festgestellt habe, dass man es hören kann, wenn Krokodile mit einem im Wasser schwimmen, bin ich da jetzt so ein bisschen sensitiv, sagen wir das mal so. Sensibilisiert, das ist das richtige Wort, genau. Wer auch immer sich dieses Fackelkonzept hier ausgedacht hat, mit dieser Beleuchtung in Tomb Raider 3 im Vergleich zu Tomb Raider 2, der hat einfach einen beschissenen Job gemacht. Oder er wollte einfach den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöhen. So, also eigentlich glaube ich, wir haben jetzt hier unten uns alles angeguckt, aber naja. Und hier findet man übrigens die Harpune, wenn man quasi die Südseeinseln als erste oder als zweite spielt und nicht vorher noch London. So, weil ich habe natürlich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, Tomb Raider, bin ich halt mit diesem ganzen, dann spaltet sich der Pfad und dann sind die Geheimnisse übelst schwer zu finden und so, bin ich nicht klargekommen, und es war ja noch vor der Zeit so, wo man Internet hatte, so ganz regulär. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also, es gab natürlich das Internet schon, aber und es gab bestimmt auch schon Lösungen. Aber wir hatten ja halt als Haushalt auch erst relativ spät Internet, weil wir alles relativ spät erst hatten, und entsprechend habe ich mir dann halt diesen Spielberater gekauft mit der Komplettlösung. Und da hieß es so, ja, die Südseeinseln, ist gut, die als zweites zu spielen. Wir wissen inzwischen, dass es einfach am meisten Sinn ergibt, die Nevada-Level als erstes zu spielen, weil man da eben sein ganzes Inventar verliert und das sich wieder aufbauen muss. Und ja, ich glaube, die Geschichte habe ich halt schon mal erzählt, aber der tolle Spielberater sah halt vor, ja, Südseeinseln. Nevada kannst du ganz zum Schluss machen, das ist schon so okay.
Was natürlich völliger Quatsch ist. Naja, deswegen habe ich die Südseeinseln als erstes versucht und bin jämmerlich gescheitert. Also, weil ich eben auch den Schwierigkeitsgrad hier in den Südseeinseln eben sehr, sehr hoch finde. Im Vergleich zu den anderen beiden. Und, ja. Aber da habe ich eben jedenfalls hier die Harpune gefunden. Damals. Okay. Ja, es ist ja alles eigentlich immer noch relativ easygoing und straightforward. Sollte nur aufpassen, dass nicht nochmal irgendwie hier so ein Pfeilschießer plötzlich spawnt. Das ist ja jetzt für uns noch so ein bisschen wichtiger als die Krokodile. Das ist ja jetzt uns eigentlich ziemlich egal. Es sei denn, wir stellen uns jetzt hier beim Klettern irgendwann blöd an und fallen nochmal ins Wasser. Dann ist es uns nicht egal. Aber ansonsten... Naja, da oben liegt er. Was ist das? Das ist eine Kriechnische, oder? Da liegt was. Da liegt MP5-Kram. Vielleicht ein Geheimnis? Also eins haben wir ja jetzt schon. Eins von vielen quasi. Ach genau, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Vielleicht war das auch der Satz, an den ich mich nicht mehr... Wieso machst du das nicht, Lara? Habe ich dir nicht beigebracht, dass du diese Taste zum Kriechen nehmen kannst? Wo ist denn jetzt das Problem, Mädchen? Ach, ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Wir müssen da so ranspringen, dass sie sich oben an der Kante festhält. Aber es ergibt eigentlich trotzdem keinen Sinn, aber das probieren wir jetzt einfach mal. Ja, nein, 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 nein. Ah, jetzt. Ah, ist okay. Es ist kein Geheimnis. Das ist sehr schade. Aber es wäre auch ein bisschen... Also ich meine, der Level geht ja noch ein Stück. So, jetzt darfst du. Okay, sehr schön. So, ansonsten geht es natürlich hier für uns weiter. Genau. Aber jedenfalls war das der eine Satz noch, den ich da sagen wollte, von wegen mit dem vierten Geheimnis, dass es vielleicht ein Bug ist. Oder vielleicht einfach Absicht von den Entwicklern, dass sie wollten, dass man quasi ein Geheimnis weniger zu finden braucht, um am Ende den Bonuslevel freischalten zu können. So, dann können wir uns jetzt gleich mal hier unseren Kollegen von der Nähe ansehen. Falls uns keiner stört. Er hinterlässt uns nichts, aber ja, also ein klassischer Insulaner, wie man ihn sich im Bilderbuch vorstellt, wie er in den Kinderbüchern gemalt ist. Ich muss zugeben, ich habe mir, glaube ich, schon seit über 10 Jahren keine Dokumentation mehr über Naturvölker so explizit angeguckt.
Und ich habe keine Ahnung, wie da so der aktuelle Stand ist, so von der Erschließung und der Globalisierung her, wie viele ungestörte Naturvölker es eigentlich wirklich noch gibt, die halt so leben und sich so kleiden und so. Aber naja, also ich sag mal so, von der traditionellen Kleidung her denke ich schon, dass es das noch gibt, aber naja, also auch vor allen Dingen mit diesen Metallringen da am Hals. Sieht so aus, als würde der eine Brille tragen. Ist ja awkward. Aber ich glaube, es sind gigantische Nasenringe. Es ist nicht so ganz klar. Es sieht aus wie so eine Brille, die ihm von der Nase gerutscht ist. Witzige Vorstellung. Okay, gut. Und er hatte ein Blasrohr dabei. Damit hat er eben die Pfeile auf uns geschossen. Und ja, wie die Pfeile in Indien vergiften die uns. Deswegen wollte ich eigentlich den Kristall noch einsammeln und holen. Das mache ich jetzt nicht mehr, es sei denn, ich falle ins Wasser und muss das ja alles nochmal machen. Was ich ja eigentlich nicht machen muss, weil ich ja jetzt zum Beispiel wieder speichere. Aber für den Fall des Falls. Ist da was? Nee. Okay. Where are you? Da oben? Oder da hinten? Also jedenfalls nicht, wo unser alter Freund ist. Wo auch immer er ist, er kann wieder nicht zielen. Ah ja, okay. Das heißt wahrscheinlich da oben. Und wir kommen nicht ran. Ach nee, da oben. Jetzt sind wir tatsächlich vergiftet. Okay. Tja, liebe Leute, wir könnten jetzt eins unserer zahlreichen Medipacks opfern, ja, aber könnten uns auch den Kristall holen, einfach damit wir den Kristall geholt haben. Weil es wurmt mich jetzt tatsächlich ein bisschen, auch wenn wir jetzt hier ihn als PC-Spieler nicht brauchen. Die PS2, PS3-Spieler, die hätten ihn natürlich gebraucht. Ich meine, die Kletterpartie hat ja jetzt ja auch nur so ewig gedauert, weil ich mich überall umgeguckt habe und weil ich die ganze Zeit versucht habe, beim Erzählen nicht den Faden zu verlieren. Das könnte mir jetzt auch passieren. Oh, was? Hä? Habe ich den eingesammelt? Nicht blöd? Ah, dann habe ich ihn doch eingesammelt. Oh, Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. Na gut, dann sparen wir uns jetzt die Kletterei wirklich. Versuchen einfach nicht getroffen zu werden. Was uns natürlich nicht gelingt. Aber vielleicht treffen wir auf dem Weg dorthin nochmal irgendwie einen Kristall. So. So, das heißt, wir müssen jetzt, damit wir nicht auf diese Stacheln kommen. Und wir hören Seevögel. Schön. Oh Mann, ich bin mit meinen Gedanken wirklich. Also wenn ich den Kristall eingesammelt habe. Wann habe ich das gemacht? Mann, Mann, Mann. Ah, großes Medipack. Sehr schön. Ja. Ah, da ist ein Kristall. Naja, wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen Zeit, bis wir zu dem Kristall kommen.
Ja, also das mit den Stacheln jetzt hier, das hat auch ganz gut geklappt, indem wir da entsprechend an die Leiter rangesprungen sind. Oh, es ist doch noch mal ein bisschen mehr jetzt hier, als ich dachte. Ich dachte, mit der Leiter jetzt hier sind wir quasi schon fast draußen aus der Höhle, aber es ist noch ein kleines Stück. Na. Diese Tastatur, die macht mich wahnsinnig. Bitte. So, dann können wir den jetzt hier ganz chillig einsammeln. Und unser Freund hat uns ein kleines Minipack hinterlassen. Hey. Und er hat halt auch wieder diese tolle Brille. Wer weiß, was er durch diese Brille in Lara sieht? Etwa einen gefährlichen Killer, der alles niederschießt, was ihm über den Weg läuft? Oh, wait. Okay, so. Dann sind wir jetzt fast draußen aus der Höhle. Okay. So weit, so gut.